So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Es ist wieder Zeit für eine neue... Was? So, willkommen zu... So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Highlights zusammengefasst fürs Woche. So, willkommen wieder zu einem... Heute ist der Wurm drin. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, beziehungsweise eine neue Folge, erst und dann Beziehung. Erst so, dann die Beziehung und dann weißt du Bescheid. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Ihr wisst gar nicht, wie unglaublich schwer das war, jetzt dieses Intro einzusprechen, sonst geht das immer von der Hand. Und jetzt geht das einfach nur, keine Ahnung, wo es hin ist. Auf jeden Fall, wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Heute Abend, am Mittwoch, ist ja nochmal die Raid-Stunde mit Schling King, bevor dann am Freitag der Raid-Boss-Wechsel auf Darkrai ist. Ich werde heute auch wieder meinen Raid machen. Wenn ich keinen schaffe, kann ich ja sicher 18 Uhr dann einen hosten in der Raid-Gruppe. Kann ihn da reinpacken, wenn er mitmachen möchte, kann gerne dabei sein. Ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Ich werde wohl so eine Amazon Prime-Forschung bekommen, wahrscheinlich vom NetGhost. Morgen startet das Halloween-Event. Da ist auch das Ticket vom Hannes noch aktiv. Schaurig schönes Ticket, Teil 3 ist da aktiv. Es gibt extra noch ein Halloween-Ticket für eine Forschung. Es gibt im Halloween-Event sowieso 2 Forschungen. Es gibt noch dies, noch das. Es gibt noch Ananas. Ja, also, da ist der Schilling wieder rausgekommen. Es ist so viel los momentan. Da musst du erstmal einen Überblick behalten. Ihr braucht aber keinen Überblick. Ihr fangt einfach und wenn ihr was gefangen habt, was Tolles, dann schickt ihr das hier rein. Deswegen würde ich sagen, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Wir starten mit dem Video mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim... Wo habe ich sie denn überhaupt stehen? Achso, das bin ja ich. Angefangen hat die Woche bei mir. Der Kaiser Kai hatte mir nämlich das C-Day-Ticket geschenkt. Grüße gehen raus an den Kaiser Kai. Danke dafür. Ihr wisst, der Habanero-Account, den ich spiele, ist ein Free-to-Play-Account. Da wird kein Geld aufgeladen, da wird nichts reingecashed. Nichts, da fließt gar nichts drauf von mir selber. Selbst wenn mir jemand eine Google-Karte in die Hand drückt und sagt, hier für deinen Account... Mache ich nicht, dann verlose ich es lieber, verschenke es lieber, keine Ahnung. Wenn mir jemand ein Ticket in-game aber schickt, dann ist das ja schon eingelöst und ich habe den Spielinhalt schon freigeschalten. Da kann man sich nicht dagegen wehren, deswegen nehme ich sowas mit und nutze das auch. Wenn ich eine Forschung kriege, zeige ich die, filme die ab, nutze die, mache ein Video draus. Oder am C-Day, wenn ich sowieso den Stream mache, dass ich dann das auch löse. Danke also an Kaiser Kai für das C-Day-Ticket, deswegen heißt mein Buddy momentan ja auch Kaiser Kai. Hoffe ich zumindest, weil ich die Ticketspender dann immer benennen möchte in meinem Buddy, damit denen nochmal ein bisschen Dank ausgesprochen wird. Dann gab es ein richtig tolles Bild von Krang. Ich zeige das jetzt hier einfach mal. Grüße aus Barcelona, meine Lieben. Der war bei der Barcelona Stadt Safari und hat da den Brandon Tan getroffen, in den Arm genommen und dann haben sie noch eine Dose Faxe Red Eric getrunken. Das ist auf jeden Fall richtig cool, richtig stark. Da ist die Shenaya, danke für die schöne Zeit, hat dir noch ein Krypto Shiny Lavados mitgenommen. Ich glaube, ein Raid von dem Ding haben wir gemacht, weil nichts anderes aufging gerade. Haben wir aus in der Not frisst der Teufel natürlich Shiny Lavados, haben wir den mitgenommen, denn er kann ja auch fliegen. Vorbelastet, bisschen im Parsing nebenbei, während Einkaufen und S-Bahn gespielt. Dafür eine sehr nice, solide Ausbeute. Nice stand da gar nicht dabei. 3x100%, viele Shinies, die meisten bereits versendet. Ja, 100er. Hätte ich gern gehabt, dann auf dem Account, ist jetzt nicht gekommen, ist nicht so schlimm, pushst du einfach einen 98er, ist der Unterschied marginal. Bobserob, Griffel, Krypto, mitgenommen in Shiny, Bockwurst ging hier, Shiny Lilminip, sogar mit 96%, Shenayas Highlight vom C-Day, ansonsten der Holzbalken in Shiny, 98%. Kaiser Kai, mittlerweile hat der Account das Shiny und das 100er und mein Großer nicht mal eins von beiden. 100% und Shiny auf dem Cutter-Account, der Große nix. Auf dem fehlt jetzt noch ein Shiny Raupi und auf dem anderen das Taubsi. Dann kann ich sagen, ich habe das Spiel durchgespielt. Immer noch der Cutter, jetzt aber der Kaiser Kai. Jetzt brauche ich noch das 100er, dann bin ich mit dem durch. Werde aber nicht mehr so viel raiden, täglichen Pass, mehr nicht.
Bei mir eh, nur täglicher Pass, ihr wisst, Free-to-Play. Main, ich hätte so reingesuchtet, weil ich Schlinking einfach unglaublich feier. Kaiser Kai aus der Feldforschung bekommen 100% Praktibalk. Durch Tausch erhalten ein weiteres 100% Praktibalk. Weiß nicht, ob das jetzt noch so spannend ist, aber der hat mittlerweile 3 von denen. Also auch der Cutter-Account, 3 Griffel mitgenommen in Krypto-Shiny, genau wie auf dem Kaiser Kai in Krypto-Shiny Aero-Kack-Sprühl. Endlich habe ich den auch. Ist mein Lieblings-Fossil-Pokémon. Dann kommt Zellal mit dem Shiny Bubbles um die Ecke, Shiny Aspiroi hinterher, Mamfaxo Shiny gebrütet, Shiny Sonnenkern, Shiny Waumpel. Dann ein Bild, da muss ich immer an den Dennis-Monolog denken, weil der die Katze als Profilbild hat. Sieht man jetzt, wie die Girls sich da lustig machen und die Katze und das alles in so ein Halloween reingeschnitzt. Das sieht auf jeden Fall verdammt cool aus. Hätte ich auch gern Halloween-Naht, ne? Macht ihr Halloween Kürbisse zurecht, schreibt es mir in die Kommentare. NetGhost, habe was für Raid am Mittwoch hier auch, aus einer Einladung, aus einem Fanraid, da ein Shiny Schlinking bekommen in Weiß. Pogehander zeigt uns 200er Irbis, ein Shiny Vonera, 2 Shiny Lilminip mitgenommen. Koselinchen, Shiny Flunschlick, 100% Irbis, auch geschmückt mit Pumpkin und allem drum und dran, 100% Praktibalk. Gleich 3 Stück, 1 schon zum Meistergriff, die anderen so. Also ich glaube, ich hätte alle 3 durchentwickelt. Obwohl man die Siederjagd-Tage ja nicht braucht. Ich hätte die durchentwickelt und dann hätte ich jedem eine 2. Attacke gegeben. Dann habe ich 3-mal Meistergriff, dann auf 50, ja. Und mit der Wirbler-Attacke, wer weiß, wofür man die noch braucht. Aber 300%ige sind auf jeden Fall schon Fettiso. Einmal eins über 1000 Punkte, 1020 Punkte Olini. Ich kann ja keine Showcases mehr machen. Die meisten sagen, sie haben auch noch nie was gesehen über 1000. Letztens hat einer was gepostet mit 1100 noch was. Hier auch über 1000er Olini. Das ist auf jeden Fall cool. Paco mit Mario Luna. Ich frage mich, wann kommt Mario Hana, damit er da hier so rein dingst, immer aus dem Tausch heraus. Ein 100%iges Ursa-Ring. Slimer, Krypto-Shiny, Vadribje, auch in Shiny mitgenommen. Wurde von Leuten mitgenommen, die Map benutzt haben. Irgendwie hat sich das nicht legit angefühlt, bin immer noch sprachlos. Also, die sind rum am C-Day mit einer Map, da konnte man natürlich gezielt 100er vielleicht jagen, hat jetzt dadurch 8 100%ige Meistergrief und ein 100%iges Olini. Ne, sind es ja doch 10, 9 Meistergrief und ein Olini. Wie viel fett krass Bonbons hast du gemacht, dass du die auch alle entwickeln konntest? Ist ja nicht durch einen Tausch. Nee, ich habe alle gefühlt durch einen Tausch dann entwickelt, weil die dann nichts mehr gekostet haben. Eher einfach so. Aber wenn ihr die vollen 3 Stunden gespielt habt in der krass stark belebten Stadt und noch Pokémon geboostet, dass man mehr XL bekommt und mehr normale Bonbons und alles, dann ist das sicherlich möglich gewesen. Paco weiterhin hier, Oberhausen hier, Shiny Irbis mitgenommen, Bierschanger zeigt uns, da hat heute mal wer abgesahnt und huch, was für ein Vogel es gestern auch noch dazu gab. Was für ein, na ein Zapdos steht ja dran, ja hier Praktibalk, C-Day Ausbeute, Knilz Shiny noch mitgenommen und dann hier nochmal Schlinking, Meistergrief, Praktibalk, alles dabei vom Bierschanger. Alexander Ahringer endlich auch seine Shiny Community Day Ausbeute von Praktibalk. Dann Marco FedEx, das fand ich sehr interessant, 100% Schlinking, 1650. Und dann ein Bild hinterher, 100% Schlinking, 1510er. Ist das jetzt dasselbe, ist das nicht dasselbe? Bei beiden steht ja dran, zum Best Kumpel, hat er 2 bekommen, hat das Bild einfach nochmal geschickt, weil hier so viel anderes noch drauf war, weil man nicht vom Gotcha das sehen sollte, vom Go Plus und auch nicht das, weil es könnten 2 verschiedene sein, man sieht hier kein Datum. Obwohl das sieht aus wie, nee, da steht doch 11.10. oder nicht? 11.10. 15.10. Das müssen 2 verschiedene sein. Ich wollte das sagen, es ist dasselbe. Guckt es euch an, weil es hat 271 KP. Aber die KP, weil es ja das gleiche Pokémon ist, auf dem gleichen Level mit dem gleichen IV, sind ja wahrscheinlich sowieso gleich und er macht einfach beide zu Best Buddies. Deswegen müssen das 2 sein. Nächstes Beispiel, Sören, 1650 Schlinking. Das ist ein 100er. Werde da gleich sehen, Shiny Irbis hat er noch mitgenommen und den und dann hier, oh guck mal noch eins, am 12.10.23. Hier denke ich jetzt aber,
Er hat es, glaube ich, das obere markiert und das geschickt. Er hat es einfach nochmal mit Bewertungsscreen geschickt, dass man sieht, dass das ein 100er ist. 271 ist er hier auch so. Also Sören 1, Marco 2. Das ist die Aufteilung. Elke, 100% Fucano getauscht. 100% Baumboll, die sammelt, glaube ich, WP10er. Oder WP10er 100er. Auf jeden Fall hier ein 100%iges WP10er Baumboll. Shinies dann auf dem Kaisi-Account, muss das sein. Hugo Weiß, Streboli, Meistergriff, Praktibalk, Fergoli, Zickzacks, das Detektiv Pikachu, Carbador, Baldorfisch auch in 100% bekommen, was ja auch dann eine Entwicklung eben hat. Lampi 100er mitgenommen. Nochmal das Baumboll, das müsste dann der Paula Account sein und die Shinies von Paula, Paula Emperor, Baumbill, Funschlick, Schlinking, Rihorn, Rihorn, es ist Rihorn, Carvador, Shirachi, alles mitgenommen. Franz schickt uns ein Bild, the hell. Da guckt sich der Jason den Schuh an und denkt, das sieht ja aus wie ich, ist es mein Baby, das sind Ramses seine Füße, genau. Benjamin Engel hat einen Solo-Raid gemacht, die Bonus-Raids, die es nach dem C-Day gab, die Vierer-Raids, die so stark sind, dass die meistens keiner schafft. Er hat es geschafft, im Solo 34 Sekunden Restzeit, ja auch ein Krypto Mewtwo mitgenommen, auf die Clownsnase draufgehangen. Wadribie, Shiny auch noch mitgenommen, Thomas Speck mit dem 100% Krypto, Lavados. Das müsste Schocker der Woche sein, oder? Aber hatten wir nicht schon mal sowas? Ein Vogel in 100% Krypto als Schocker? Ist egal, war krass, aber ich habe was anderes gewählt, wo ich das Bild an sich einfach cooler und schöner fand. Das ist auf jeden Fall nützlich, das ist auf jeden Fall stark, das ist auf jeden Fall mega genial. Wenn ich sowas gehabt hätte auf dem Main, hätte ich so lange weitergeratet, bis ich es direkt gleich auf 50 ziehen kann. Hat sich jetzt mit dem Habanero erledigt, weil, ja, da machst du eigentlich nur einen für den Pokédex und dann egal, ob der gut oder schlecht wird. Thomas Speck, auch hier eine 6er Armee, Meistergriff in 100% abgesahnt. Lenz Hart aus dem Community Day heraus, ein 100% Praktibalk am Seed bekommen. Glückwunsch dafür, insgesamt wieder 62 Shinies. Der rennt ja immer rum und hat viel Glück, macht viel. Das ist nicht passiert. Ein Shundo Giratina. Ich freue mich total auf Baumlieber. Das ist auch cool. So eins hatte ich auch immer auf dem Main und habe das immer genutzt. Für die Meisterliga. Ich hatte immer mein shiny, 100%iges Glücks-Giratina für die Meisterliga. Pandimus bei Cumulus, Onyx bei Cumulus, erste Fang des Tages, Spoink bei Cumulus aus dem täglichen Rauch, Brainy auch mit dem 100%igen Schlinking mit Wetterboost, der 303 KP und natürlich 2062 aus Stendal. Balu zeigt uns hier seinen Meister-Doss, der hat einen Zapdos gefangen mit dem Meisterball, ist der denn völlig von Sinnen, aber wenn er noch keins gehabt hat, wofür soll man den Meisterball sonst nutzen, nimmt man halt dafür. Ich hätte es immer für 100%ige Legendäre genutzt, aus Raids, wenn ich genau weiß, das ist es. Und ich habe nur noch einen Ball und dann werfe ich den. Wo mir aufgefallen ist, ich habe gestern gespielt und die Animation mit letzter Ball wird gar nicht mehr angezeigt. Entweder liegt es am Gerät, weil manchmal spiele ich mit dem Samsung, manchmal spiele ich mit dem iPhone. Wenn ich unterwegs bin, Aufnahmen mache, mache ich das eigentlich immer mit dem iPhone. Ansonsten habe ich das Samsung als Haupthandy, wo Nachrichten draufgehen und alles. Aber haben sie die abgeschafft oder muss ich aktualisieren oder an was liegt das? Diese Animation müsste doch immer für alle gleich sein, die kannst du doch gar nicht abstellen. Aber dieses letzter Ball, was ins Bild geflogen ist, habe ich nicht mehr gesehen, obwohl ich den letzten Ball dann hatte. Dann hat er hier auch ein 100er Irbis mitgenommen, das Pikachu in Shiny mit der Lupe. Wenn das so stehen bleiben würde, wäre das übelst genial. Ansonsten, war nett, Shiny auch mitgenommen, Zickzacks Shiny mitgenommen, nochmal Irbis Shiny mitgenommen. Die Laura zeigt uns ihre Shiny-Ausbeute hier, Zapdos auch getauscht, Lavados mit am Start. Beim Zapdos, das gab es doch so gar nicht. Wurde erlöst und dann getauscht oder wie oder wo oder was? Oder einfach zwischendurch mal so ein normales Zapdos Shiny getauscht. Naja, auf jeden Fall hier ein paar Praktibikes wieder dabei. Lavados, Krypto Shiny, das Zapdos ist am Start. Hier auch Schlinking, Lavitar, Praktibalk. Aus der 99 Cent Forschung das Meistergriff in 100% bekommen, deswegen gönnt euch diese Forschung schon allein, dass ihr überhaupt Meisterkrieg direkt so hingestellt bekommt mit der Event-Attacke auf einem niedrigen Level, ist meistens viel wert, gerade wenn es um GBL geht.
Der GBE nicht spielt, egal. Nehmt es trotzdem mal mit. Vielleicht könnt ihr es ja jemandem abgeben, wenn es schlechte IV sind. Vielleicht werden die noch schlechter. Dann noch ein Shiny Schlinking mitgenommen. Ein Shiny Krypto Lavados und ein Shiny Lilminip. Das waren die Highlights der Woche. Jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, nicht von Adischatz mit seinem Gummimund, mit seinem schwarzen, sondern von Mac Maggie. Der hat nämlich vielleicht was zum Schocker der Woche beigetragen. Ja, aus Sottrum, Niedersachsen, ein 100% Shiny Schlinking. Wir haben etliche Shiny Schlinking gesehen. Wir haben etliche oder noch mehr 100%ige Schlinking gesehen. Er hat hier beides vereint. 100% Shiny 1650. Das ist ein Pokémon. Das ist jetzt aktuell gewesen. Das war neu da. Das ist der Jackpot. Das ist zwar nicht wirklich nützlich, außer vielleicht für die Superliga, aber da bräuchte man eins unter 1500. Aber in der Sammlung das als besonderes Schmankerl mitgenommen, finde ich cool. Hat mir am besten gefallen, besser noch als das 100%ige Krypto Lavados, obwohl das sicherlich nützlicher ist. Jetzt habe ich gerade den Adi gesucht, sehe ich nicht, egal. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich habe heute noch einiges vor und morgen, der Tag wird die Hölle, was da alles auf einen zukommt. Und ich will ja immer alles filmen, alles festhalten, alles machen. Ich weiß gar nicht, wann ich das alles raushauen soll. Ich habe schon wieder 10 Videos abgedreht, die alle veröffentlicht werden müssen. Von Forschungen, von anderen Sachen, von Dings. Und jetzt kommt wieder so, aha. Niantic, danke dafür, dass du uns immer so viel zu bieten hast und so. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.